Ja, was habe ich hier Schönes in der Hand? Ein Wagner Ladeluftkühler Evo 1 für ein Audi TTRS, wie wir hier so schön haben. Kunde war schon öfters bei uns, hatten, ich weiß gar nicht mehr, Variante 2 oder Variante 3. Auf jeden Fall hat er ein kW-Fahrwerk erhalten und wir haben ein bisschen Leistung reingetrickst. Wir fahren jetzt bei 406 PS und 592 Newtonmeter. Was ich ihm damals schon sagte, der Ladeluftkühler hier drin ist Serie nicht berauschend. Der kühlt schon nicht genug. Wir fahren jetzt gleich eben Messwertblock, damit wir mal eine Zahl haben, was wir so nach einmal durchbeschleunigen schon als Ansaugtemperatur haben. Obwohl das große Gebläse läuft und guck mal, was wir als Differenztemperatur haben. Drum bekommt er jetzt einen wunderschönen Wagner-Tuning-Ladeluftkühler. Den bekommt ihr übrigens auch bei uns im Shop unter bbm-tuningshop.de als Beispiel. Kleine Info am Rande, neulich hieß mal, ihr habt da ein Video, warum steht da immer Promotion, irgendwas steht da immer drin. Auch bei Videos, wo wir nur was zeigen. Willkommen in den Gesetzestext Deutschland. Allein nur, dass ich das T-Shirt trage, ist eine Werbung, weil ich das anbiete. Deswegen müssen wir das immer mit angeben. Das mal nur als Info am Rande, aber... Jetzt machen wir erstmal Ladeluftkühler. Geht das so? Ja. Ja, ja, gut. Ja, ja, wir messen mal eben. Ja, Ladeluft habt ihr gesehen, der stand der Wagen, kurz gelaufen, ich habe angegurtet und er hat im Stand dann schon eine Ansaugtemperatur von über 50 Grad, weil sich dieser Kühler vorne einfach so thermisch erhitzt. Selbst dann mit dem Gebläse an, wenn ich dann hochbeschleunige, ging die Ansauglufttemperatur runter. Allerdings sind wir immer über 40 Grad geblieben. Ich glaube bei 45 Grad ging es dann schon wieder der Bogen rückwärts auf, dass wir schon wieder bei, ich glaube 55 Grad nachher standen. Und das bei einer Umgebungstemperatur, was haben wir hier zurzeit? Das war nicht viel. Wir haben hier eine Außentemperatur, Ansaugluft von 21 Grad. Da haben wir eine Ladeluft- bzw. Ansaugtemperatur im Motor von weit über 50, viel zu viel. Deswegen baue ich jetzt mit Dorian den Wagner Ladeluftkühler ein. Und dann, ihr guckt jetzt erstmal beim Einbau zu, genau, und dann sehen wir uns auf dem Prüfstand wieder. Dann loggen wir das Ganze nochmal. Dann sollte sich das Ganze schon mal eine ganze Ecke verbessern. So, rüber. Ja, jetzt könnt ihr das mal sehen, also die Anstrebenfläche von vorne, die Front ist identisch, nur halt, der ist um einiges tiefer. Also nicht jetzt tiefer gelegt, sondern ne, die Tiefe des Ladeluftkühlers ist ein bisschen mehr. Nach vorne haben wir ein bisschen Platz, deswegen können wir auch den Platz nutzen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ne? Über die Daten wird Björn nachher bei der Lokfahrt machen. Sagen, du baust das Ding ein und wir sehen uns auf dem Prüfstand wieder. Wir sehen uns auf dem Prüfstand wieder. Okay, jetzt nochmal ohne mich. Ne. Das hast du jetzt versaut, Robert. Nein, das ist ja gut. Ich hätte ihn nicht geben. Weiter geht's. Weiter geht's. Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen mehr Ladeluftkühlung haben, was wir jetzt gleich auch sehen, haben wir noch mal ein bisschen am Pfeil gearbeitet. Da sollte gleich noch ein bisschen Schub kommen. Gucken wir uns gleich an. Jo, Ladeluftkühler ist drin und wie wir gerade gesehen haben, haben wir zwar im Stand auch 50, aber der geht bis runter auf 30 Grad, wo wir hier 21 Grad hatten und dann ist er hochgegangen bis, ich glaube, 35 Grad. Dann habe ich ausgekuppelt und dann ist die Thermik wieder gestiegen, aber wir hatten eben, glaube ich, 55 Grad, jetzt 35. Also wir haben fast 20 Grad Unterschied allein durch den Ladeluftkühler. Aufgrund dessen konnten wir die ganze Software ein bisschen anpassen und da sehen wir schön hier im Diagramm beim PS sowie Drehmoment. Im mittleren Drehzahlfenster haben wir viel, viel mehr Leistung, weil wir jetzt auch eine viel bessere Ladelufttemperatur haben. Wenn ich hier mal reinklicke, dann haben wir hier mal eben bis teilweise 30 PS mehr, genauso wie im Drehmomentbereich, sind es im mittleren Drehzahlbereich 80 Newton, was da mehr hält. In der Spitzenleistung macht es nichts aus, aber hinten raus ist es dann doch eine ganze Ecke, was es ausmacht. Ja,
Ich denke, das hat mal wieder gezeigt, dass bei so einem Fahrzeug ein Ladeluftkühler ein Muss ist. Wenn ihr was braucht, ruft uns an. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Ciao.